Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma in Part 22. Wir stehen hier vom Quintet-Gebäude, das Gebäude der Entwickler. Und wir schauen uns hier mal um, was es hier alles so gibt. Also erstmal haben wir hier die Tonabteilung. Hi. Wie gefällt dir die Musik, die ich komponiert habe? Ja, ein Track ist ziemlich legendär. Ich habe seit einer Woche die gleiche Unterwäsche an. Alter. Egal. Aber es ist ja nichts drum, bei dir mal eben morgens zu wechseln. Nach Illusion of Time wird Terranigma unser nächster Kracher. Vor einiger Zeit ist mein Rasierapparat explodiert. Ist einfach so richtig behindert. Aber es ist lustig. Ich frag mich einfach, wie der jetzt darauf kommt, dass sein Rasierer explodiert. Ach man, das ist so geil. Mega lustig, warum sitzt da ein Pinguin, Mann? Oh, ich glaube, der weiß gar nicht, was er tut. Hallo, ich bin Annette. Ich koche Kaffee und singe dabei. Also die Praktikantin. Wer bist du? Hallo, ich bin Aki, der Computerexperte. Du bist ein Pinguin. Mach mal 2 Tage Urlaub. Das hast du dir einfach verdient. Was? Ha. Wahrscheinlich wünscht er sich, das von seinem Chef zu hören. Na gut, wie dem auch sei, wir haben hier noch ein Büro. Und das heißt auch so. Ich bin Larry, der Praktikant. Von mir wird man noch viel hören. Wahrscheinlich. Auf geht's, im nächsten Monat habt ihr 2 Tage frei. Schafft was. 2 Tage frei? Wieso 2 Tage frei? Oh, hier ist ein Labor. Dies ist das Schmusetierchen von Annette. Das ist mein Arbeitszimmer. Hier entstanden die besten Szenen des Spiels. Aber hier ist es ziemlich einsam. Hilf mir doch bei der Arbeit. Wobei kann ich dir denn hier helfen? Ha, wüsste nicht, was ich tun kann. Naja, ich verzieh mich mal. So, hier geht's aber jetzt noch hoch, da wollte ich nämlich als nächstes hin. Und hier sitzen in der Planung nur Hühner. Hi, das nächste Spiel heißt... Ups, das darf ich nicht verraten. Ha. Hey, Miyazaki ist der Autor des Spiels. Ein echter Freak. Man sagt, er sei als Kind vom Wickeltisch gefallen. Ich habe bereits damit begonnen, dein Spiel zu programmieren. Das Spiel wird Terranigma heißen. Abgefahrener Name, nicht wahr? Boah, mega gut. Mir selbst hätte kein besserer einfallen können. So, es geht noch zur anderen Seite hoch. Da möchten wir auch nochmal hoch. Und hier sitzen in der Grafik nur Frösche. Hi, ich bin Hans. Ich esse alles. Hast du etwas? Nein. Am liebsten laufe ich barfuß durch die Gegend. Das ist auch schön. Hallo, ich entwickle gerade einen Katastrophenplan. Für den Fall, dass was eintritt. Oh, halt mal kurz. Diese Tür hier habe ich gar nicht gesehen, weil die auf der anderen Seite auch. Schlafzimmer. Hallo, ich heiße M und arbeite in der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten. Hier müffelt es ein wenig. Die Programmierer schlafen hier. Das ist ein Klischee, Mann. Mein Zimmer sieht auch nicht so aus und ich bin auch Programmierer. Leckt mich. Mein Zimmer ist sauber. Genauso wenig muss man ein Kellerkind sein als Programmierer. Das ist nämlich auch falsch. Ich wohne nämlich unterm Dach. Das ist ziemlich das genaue Gegenteil von einem Kellerkind. Die mobben mich. Ich gehe zu den Bullen. Warum leuchtet die Lampe da so rot eigentlich? Ja, vielleicht immer noch, weil der Typ ausrastet, weil der Pinguin keine Aussage macht. Oder so ähnlich. Warte mal, nein, das war doch diese Untergrundkacke, da kamen wir doch her. Aber ich frage mich gerade. Ich glaube, das war nicht hier. Es gibt hinterher noch eine Stadt, die so aussieht. So japsenmäßig. Und da gibt es auf jeden Fall... Da gibt es dann hinterher auch dieses erkältete, kranke Mädchen. Oder so, oder wer auch immer da krank ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Zwitscher, Fieps, 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 Fieps. Lass mal losfliegen. Du gehst mir auf die Keule, Vogel. So, alles klar. Letztes Mal haben wir den mittleren genommen. Ich will mal eben hier hoch. Schneller. Zip, ist Dumbo noch da? Ne, Dumba hieß er, ne? Aber er sagt nichts mehr, schade. Ich möchte die anderen Vögel auch noch ausprobieren, ob die wirklich ins Safarium fliegen oder nicht. Das würde mich interessieren. Du fliegst zum Wind. Ja, okay, alles klar. Dann fliegt der letzte wirklich ins Safarium zurück und das können wir uns dann schenken. Dann brauchen wir das hier nicht mehr. Ich bin weg. Tschüss. Los, fall herunter.
Mann. Aber hier. Hui. Hui. Ach, das geht auch nicht. Hui. So, Vögel everywhere. Hi. Zwitscher, fieps, fieps, fieps. Dim, dim, dim. Kurz schauen, ob wir hier jetzt was haben. Also seit die Menschen hier den Planeten bevölkern, gibt es hier und da immer irgendwelche neuen Teile, die man besuchen kann. Und zwar ist das unter anderem, wenn wir hier lang gehen, tatsächlich ganz interessant. Wir können hier lang gehen. Ich glaube, hier gibt es eine Stadt. Wenn ich mich nicht vollkommen irre, ist hier eine Brücke, genau. Und da ist eine Stadt. Und da will ich hin. Da ist ein Schiff und da will ich mitfahren. Liotto. Haben wir schon von gehört, irgendwann letzten Part, glaube ich. In Liotto ist immer Karneval. Genieße alles in vollen Zügen. Das mache ich immer. Das Leben ist nur sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Hi Katze. Machst gar keine Miau-Geräusche. Was ist da los? Hotel. Die Tante da ist auch richtig witzig. Glaube ich. Mutter ist zum Karneval gegangen. Mutter ist noch immer nicht zurück. Du könntest mir eigentlich Gesellschaft leisten. Ich glaube, entweder war das da oder in irgendeinem anderen Haus. Irgendwer sagte mal so, ja, meine Mutter ist irgendwie nie da. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Weiter oben steht die Liebesstatue. Ach was, Liebende haben dort so manch schöne Stunden verbracht. Das freut mich. Magst du Tortenwerfen spielen? Was meinst du? Klar. Du musst nur mit den Torten die Katzen treffen. Einfach, oder? Fang schon an. Alles klar. Dann mache ich das mal. So, man stellt sich am besten immer mittig und wirft. Dann trifft man meistens eine oder zwei gleichzeitig. So, jetzt trifft man beide. Das wird hier auch wieder funktionieren. Und hier auch. Und dich. Alles klar, den nehme ich mal mit. Vielen Dank. Ich freue mich, dass die Tortenwerfen so viel Spaß macht. So, man kann den Kristall, glaube ich, auch nur mitnehmen, wenn man wirklich alle getroffen hat. Ach was, wen habe ich denn da oben gerade schon erspähen können? Ich habe mich mit Schuhcreme eingerieben. Ja, das ist gut. Wirklich, das ist echt gut. Hi. Mein Sohn ist Fußballfan. Er denkt an nichts anderes. Was soll's? Das Leben ist kurz und man soll nur das tun, was auch Spaß macht. Das ist wahr. Ist da ein Poster von Pelé? Alter, falscher Verein, Bro. Hallo, ich bin Fußballfan. Magst du Fußball? Ja, ich liebe Fußball. Ich bin kein Bayern-Fan, ich bin Dortmund-Fan. Borussia Dortmund, Alter. Oh Mann, das sind die letzten Loser. Nein, Bayern ist leider Tabellenführer. Fast immer. Aber das ist gar nicht schlimm, weil wir holen ja auf. Pass mal auf, nächste Saison. Triple. Das Leben ist nur sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Ja, so einen hatte ich schon eben. Am Tag herrscht eine sehr ausgelassene Stimmung, aber nachts... Was ist denn nachts? Astarica liegt hinter den Bergen im Nordwesten. Die Einwohner von Astarica pflegen seltsame Rituale. Astarica. Jetzt, wo sie es sagt, fällt mir sogar ein, was damit gemeint ist. Du willst wieder alles genießen? Nee, liebe Statue, Liebende finden sich da manchmal cool. Hier, wir haben Eis und Kaffee anzubieten, für jeweils nur 10 Taler. Ich nehme ein Eis. Hier, bitte. Om nom nom. Lecker. Ja, Softeis ist super. Schmeckt wirklich gut. Hi. Im Süden liegt der Hafen. Dort kannst du Seeleute treffen. Das ist schön, aber ich hab da nicht viel von wahrscheinlich. Hi. Hast du Lust auf mexikanisches Essen? Lecker, nur 10 Taler pro Spezialität. Tacos, Nachos, Mezcal. Das sagt mir nichts. Ich hätte gerne Nachos. Nachos ist dann mit Chili und Tabasco-Soße. Kann man, muss man nicht. Es gibt auch andere schöne Dips dafür. Schmeckt doch lecker, nicht wahr? Ja doch, ich will aber hier rein. Hier ist bestimmt ein Kristall. Wusste ich's doch. Ich räume eure Häuser leer. Du da, du da. Tschüss. So, und jetzt reden wir mit Melin. Hi. Endlich habe ich dich wieder. Lass mich nie mehr allein. Ich habe mich entschlossen, bei dir zu bleiben. Einverstanden? Alter, nein. Bei mir bleiben? Für immer? Nun ja. Wir beide, allein in dieser fremden Stadt.
Wie romantisch, das Hotel hat auch ein Doppelzimmer. Alter, nein. Nein, verfolg mich doch nicht. Blöde Kuh. Ja, ich muss erst noch... Pat, wo willst du denn hin? Es gibt noch viel zu sehen. Ich will in das Haus. Ich hasse dich. Ja, es gibt noch viel zu sehen. Das Einzige, was du sehen willst, ist die scheiß Statue. Oh, wie romantisch. Ja, das ist ja vielleicht romantisch, aber ich will es jetzt nicht sehen. Paare, die sich hier verlieben, werden immer glücklich sein. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Völliger Humbug. Schwachsinn im Quadrat, Mann. Psst, sei still. Pat, du bist wohl nicht besonders romantisch. Ich schon. Ich glaube fest daran. Hör mir zu, es gibt jemanden, den ich sehr, sehr gern mag. Dieser jemand bist du, Pat. Und wenn ich schon jemanden liebe, will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Ich werde heute Abend zurück sein. Werde dir über deine Gefühle klar, Pat. Cool, sie ist weg. Sweet, kann man die verschieben? Nein. Die erinnert mich irgendwie an die Statue, die auf so einem großen, hohen Berg steht. Die wir im Real Life haben, ihr wisst schon. War das nicht bei Rio de Janeiro? Oder so? Vielleicht irre ich. Das kann gut sein. Aber ich weiß, dass es so eine Statue gibt. Hey, coolen Affe. Ist unser Affe nicht niedlich? Er tanzt sogar Samba. Boah, sweet. Der hat's echt drauf. So, ich muss aber noch mehr Häuser checken. Hier gab's doch bestimmt noch irgendwo den einen oder anderen, der was kann. Hi. Mein Mann ist Fischer. Aber zuletzt war der Fang nicht besonders. Er sagte, es hängt mit der Erscheinung der Nixon-Insel zusammen. Was? Eine Nixon-Insel? Ach was. Das ist ja interessant. Waren wir hier schon drin? Ich glaube ja. Ach ja, hier kann man ja noch einkaufen und alles. Haha. Willkommen, kann ich helfen? Ja. Oh, Serum. Sweet. Bitte. Hier erstmal die Beschreibung. Heiltödliche Vergiftung. Das ist wirklich gut. Hier wie Strahlenlanze. Ein provokantes Outfit, ja. Das ist uns aber völlig Wurst. Alles klar, tschüss. Ich glaube, wir sind hier soweit durch. Die eine Tante wollte heute Abend zurück sein. Und dann wollte sie sich wieder mit uns treffen. Also werde ich jetzt mal hier ins Hotel gehen und wette hier nicht pennen können. Oh, sowas nervt. 50-50 Chancen verkacke ich grundsätzlich. Mutter ist nicht zurück, du könntest mir Gesellschaft leisten. Ach ja, stimmt, da gab es ja diese andere Person, von der ich dachte, die würde das sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die gibt es auch, nur ich weiß noch nicht wo. Ich glaube, es war nicht in dieser Stadt. Aber das ist nicht weiter tragisch, wir werden sie finden. Im Laufe des Spiels. Ganz bestimmt. Und wenn nicht, dann wäre das wirklich tragisch. So, Liotto. Dö, 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 dö. Es ist Spätabend. Und wir werden uns jetzt... Pat? Pat? Keine Sorge, der Weise weiß, dass ich hier bin. Alter, es ist schön hier. Dank dir gibt es wieder solche schönen Orte. Seit du gingst, Pat, wurde mir etwas bewusst. Der Kristallnebel und die Schönheit von Krysta. All das bedeutet mir nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Jetzt merke ich erst, wie einsam ich ohne dich war, Pat. Ich möchte mit dir zusammen sein. Dann verschwinde doch nicht. Pat, ich liebe dich bis heute Nacht. Das ist deine große Liebe. Du denkst nicht an mich. Pat, dein Herz ist bereits vergeben, aber nicht an mich. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Ich hasse dich. Brauchst mich nicht hassen. Brauchst mich doch gar nicht hassen. Hör einfach auf, mich zu lieben, dann ist alles gut. Reicht doch völlig. Warum ist es jetzt wieder Tag? Och man. Och, das ist doch scheiße. Ich wollte Melina haben und die ist einfach despawned. Und dann kommt Melina und hasst mich. Was ist eigentlich hier los? Warum verstehen die mich nicht? Ja, Zuckerwatte, Frustfressen, komm schon. Om nom nom.
Dir beim Essen zuzuschauen ist ein Erlebnis. Was soll das denn? Ich komme dir hinter den Stand, pass mal auf. Glück gehabt. So, sie scheint mich nicht mehr zu mögen. Ich weiß nicht mal, ob das eine Pflicht-Cutscene war mit Mylin. Eben. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man das mal gesehen hat. Hi. Liotto, da ist was ganz Interessantes. Haben es alle kapiert? Wenn wir nichts unternehmen, ist es aus. Wer sich zum Kampf gegen die Monster stellt, erhält ein Schiff von mir. Traut sich jemand zu, die Monster zu bekämpfen? Ja, 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 wir. So viele gestandene Männer, aber keiner mit Mumm, was? Ja, Pech. Alles Slashbobs, hier ich. Du Fremder, du willst uns helfen? Wenn du die Monster besiegst, schenke ich dir ein Schiff. Na, willst du? Ich tu es. Klar, ihr Feiglinge, überlass die Angelegenheit nur mir. Ehrlich, du tust es fantastisch. Wenn du bereit bist, geh an Bord. Ich werde dich zum Turm bringen. Sweet. Ich bin an Bord. Los, komm. Kette. Fertig? Ja. Ich bin ganz heiß drauf. Wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen. Los, 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 los. Ich will ein Schiff. Ich will das Schiff. So viele Schiffe. Na, na, na. Schiff, Schiff, Schiff. Da ist ein Turm. Da wollen wir hin. Und wir springen hier runter. Tada! Alles klar, wir sind jetzt hier in einem Turm. Ein Turm, der quasi unter Wasser ist. Jedenfalls so, wie es aussieht. Was uns allerdings nicht stört, weil wir irgendwie so eine Sauerstoffblubbel um uns rum haben. Das kommt von keinem gewissen Item oder so. Das ist einfach so, nehme ich an. Und von daher ist uns das eigentlich mal egal, weil wir haben immer genug Sauerstoff da. Fische! Wow! Autsch, die werfen mich weg. Diese Ratten. Egal, ich sammle erstmal Geld. Ha, 97. Boah, noch mehr Geld. Ha, sehr viel Leben verloren. In der kurzen Zeit. So, du gibst mir Geld und du... Du stirbst auch, lässt Geld da und ich nehm's nicht mit. Ist doch nicht schlimm. Oh oh, ein roter Fisch. Der ist special. Ich werde ihn fressen. Also den grünen Fischen hier können wir keinen Schaden machen. Wir können immer nur den roten verletzen. Ich weiß allerdings nicht, wie man den am besten angreift. Aha, man muss einfach irgendwie Glück haben, dass man ihn trifft. Autsch, vom Welly im Flug getroffen. Vom Welly. Welly, 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 Welly. Ja, wo ist denn der Rote jetzt? Ach was, da ist er ja. Boah, das hat ja hart gecrittet. Gefällt mir. Los, komm her. Super. Ja, das bringt uns hier nichts. Wo ist der Fisch? Fisch, Fisch, Fisch. Fisch, Fischi, Fischi. Da ist er. Und er ist down. Ha! Als die Aura des Todes den Nixenturm wieder freigab, setzte das Flüstern der Nixen wieder ein. Die Aura des Todes. Das klingt einfach so falsch. Aber der Anfang der Musik war gerade geil. Na gut, ich wollte eigentlich auch nur noch ein wichtiges Gespräch hier machen. Und dann wollte ich eigentlich auch schon wieder abhauen. Jedenfalls so gut wie. Hi, ihr seid alles coole Nixen. Schön, dass ihr wieder da seid. Danke, dass ihr mir danken wollt. Aber ich habe keine Zeit. Ich möchte nur mit der coolen hier reden. Nana, einst war auch ich ein Mensch. Ich wollte meinen Verlobten in Liberita besuchen. Doch dann kam ein Sturm auf und das Schiff versank in den Fluten. Als ich erwachte, war ich eine Nixe. Tust du mir einen Gefallen? Bitte bring diesen Ring zu Servas bei den Great Lakes. Sag ihm, dass wir bald wieder zusammen sein werden. Pat erhält Verlobungsring. Das finde ich wirklich mal sehr nett. Dass man mit mir verlobt sein möchte. So. Was? Ich habe das falsch verstanden? Glaube ich nicht. Völliger Unmug. Kann gar nicht sein. Ach, halt mal eben. Ich gehe mal nach oben, weil diese Kiste, da ist doch tatsächlich interessant. Da ist nämlich was Schönes drin. Was ist denn da drin? Sehen wir jetzt.
die Nixon-Lanze. Und die macht, glaube ich, viel mehr Schaden als unsere aktuelle. Hoffe ich jedenfalls mal. Ich weiß es nämlich nicht. So. Ach ja, diese Waffe wollte ich gerne mal ausprobieren. Boah, 12 Schaden mehr. Alles klar. Nixon-Lanze wird ausgerüstet. Die rasiert alles. Und zwar gegen den Strich. Aber ich möchte trotzdem vorher was ausprobieren, was ihr sehen solltet. Und zwar diese Waffe hier. Ich weiß ja nicht, wie die aussieht. Die ist gelb, aber die Waffe an sich ist violett-gelb. Sieht ja mal geil aus. Naja, die Nixon-Lanze ist wieder schön grau, langweilig wie alle anderen Waffen. Ich weiß gar nicht, was fehlen mir eigentlich für Farben hier drinne. Also wir haben blau, rot, grün, gelb, orange. Wieder blau, orange, grau, grau, grau. Also mir fehlen irgendwelche Magenta-Farben. Das wäre schon mal ziemlich sweet, wenn man die hätte. Und dann noch irgendwelche sehr stark knallenden Farben. Vielleicht ein Pink. Das wäre mal gut. So ein richtig schön starkes Pink. Wird bestimmt gut aussehen. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Oder ein sehr starkes Tiefrot oder so. Das wäre auch geil. Hi. Hab Dank, du hast uns zurückverwandelt. Dies ist das Zeichen unseres Dankes. Du kannst uns damit rufen. Wir werden dich dann mit der Magie vor Gefahren schützen. So, eigentlich müsste ich den Part längst beenden. Aber ich nehme den Zauber noch mit. Und jetzt hau ich ab, weil die auch abhauen. So, jetzt schwimmen die hier rum, sind alle Happy Family. Und wir verlassen den Turm nicht, sondern stellen uns vor die Tür und werden hier dann den Part beenden. Genau, hier. Ich bedanke mich mal wieder dafür, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein bei Let's Play Terranigma. Ja, macht's eigentlich gut bis dahin und tschüss.